So, hallo, liebe Leute. Heute gibt's mal wieder ein wenig World of Tanks von mir. Ich weiß, ich habe eine ganze Weile nichts gemacht. Das tut mir leid. Ich habe momentan immer relativ viel Stress in der Uni, spiele andere Spiele wie DayZ, wo ich jetzt nicht wirklich Replays aufnehmen kann. Und ja, komme sozusagen nicht dazu, wirklich World of Tanks zu spielen und entsprechend dann Replays euch bereitzustellen. Hier habe ich mal eins, das ist schon etwas älter. Mit meinem T150. Ihr seht schon, ich habe mit dem eine ordentliche Siegquote. Von meinen 54%, also 61% gewinne ich mit dem Ding. Und auch das hier wird wieder ein Sieg, das kann ich mal vorwegnehmen. Und muss sagen, ich bin, denke ich, einer, der doch schon ziemlich beteiligt daran ist. Denn ich habe in dem ganzen Gefecht bei weitem den meisten Schaden in unserem Team. Ich habe mir auch gedacht, das ist ein Stufe 6 Gefecht. Ich habe ein T150, ich habe eine richtig gute Panzerung, bin ich auch einfach relativ schnell vorgefallen. Wenn so 100, die von vorne mit HE schießt, sprich sie ja wahrscheinlich noch die schlechte Kanone drauf. Also ist die auch keine große Gefahr für mich. Die macht zwar immer noch 130 Schaden mit ihrer HE-Kanone. Beziehungsweise jetzt sogar 190 Schaden. Und dann die Artillerie auch noch. Aber nehmen, wo ich jetzt sehe. Na, das ist gar nicht die 100, das ist der Zahn, das ist aber der aus der gleichen Richtung wie die 100 auch. Jetzt wird es sozusagen echt kritisch für sie. Weil jetzt zieht sie aber auch nicht mehr auf mich, ich weiß nicht warum. Und sieht eigentlich auch nicht so aus, als hätte sie die kleine Kanone drauf, so wie die Kanonenform vorne aussah. Ich bin jetzt bloß gerade einfach nicht mehr sichtbar für den Gegner. Bin sozusagen vom Radar verschwunden. Was sozusagen mein Glück ist, weil ich habe jetzt echt schon viel Schaden bekommen, wo ich einfach nur jetzt durchgedrückt habe und mir dachte, ja, ich fahre jetzt einfach mal hin. Sozusagen, ich habe mit meinem Team jetzt, glaube ich, ja, nicht so richtig kommuniziert, aber ich glaube, die haben das schon gesehen, wo ich dann losgefahren bin, dass ich die einfach wegdrücken möchte. Wir mussten ja nämlich pushen, da alle anderen oder fast alle anderen Gegner auf der anderen Seite zu sehen sind, wie ihr gerade auf der Minimap seht. Da ist echt viel aufgegangen. Wenn wir jetzt uns hier ewig versteckt hätten, wäre das nicht gut gegangen. Ich habe hier den Leuten geschrieben, die sollen aufdecken und die Artillerie so das Zurücksetzen übernehmen. Weil wir drei Artillerie-Spieler haben. Sollte es eigentlich ausreichen, dass sie, wenn das mal aufgedeckt wird, denjenigen, der im Cap steht, treffen. Oder zumindest ankratzen. Jetzt ist die Hellcat nämlich wieder offen und jetzt müsste eigentlich auch die Artillerie dann demnächst kommen. Und das zurücksetzen, da geht mir keine große Gefahr ein. Trotzdem 63 Schaden. Was wahrscheinlich die Artillerie war, weil die anderen Fahrzeuge, die Panzer 4 könnte das noch gemacht haben mit seiner Explosivkanone. So viel Schaden, die anderen haben eigentlich nicht die Möglichkeit dazu. Ja, wie ihr seht, das ist hier einfach ein gnadenloses Durchdrücken, wo ich echt viel Schaden auf mich gezogen habe, weil ich halt die dickste Panzerung habe und auch die meisten Lebenspunkte in dem Spiel. Und so versucht habe zu verhindern, dass meine Mitspieler rausgenommen werden. Ist ein relativ stumpfes Vorgame und nicht wahnsinnig von Raffinesse geprägt, aber an der Stelle ausreichend führt zum Sieg und ja, ausreichend halt, wie ihr schon mitgekriegt habt. Also das ist. Ich hatte halt Glück, dass die Su-100 nicht mit AP schießt, weil ich bin der Meinung, sie hätte deutlich mehr Schaden gemacht, wenn sie AP schießt und der kommt nicht mehr seitlich bei mir durch. Und dann ist er raus. Also der hat noch die richtig kleine Kanone drauf gehabt, die größere Kanone vom M3LI müsste eigentlich auch in der Lage sein, mich seitlich zu verletzen. Weiß nicht, ob er auf meinen Turm geschossen hat oder sowas. Das wäre natürlich noch totaler Quatsch gewesen. Dort gehe ich zuerst auf den anderen Gegner T150, weil das noch mir das gefährlichste Ziel ist, der leider gerade so überlebt. Und danach kommt der andere KV-1, der die große Kanone hat, dementsprechend auch schon gut Schaden austeilen kann. Ist aber auch, dass ich das gesagt habe. Da seht ihr schon, ich habe jetzt schon über 2000 Schaden. Ich habe noch einen M3D getroffen, den ich nicht gesehen habe, und die Artillerie lebt auch noch. Also, das war eine echt gute Runde. Ich habe relativ hohe WN8 davon gehabt. Und so kann es auch mal gehen. Also, das war ein gnadenloser Sieg, dadurch, dass wir auf der anderen Seite gedrückt haben und nicht uns dem Beschuss dieser Panzerjäger sozusagen angegeben haben. Ich bin einfach weiter vorgefahren, bis ich sie irgendwann sehe, während sie schießen. Beziehungsweise meine Teammates haben halt aufgerückt und haben es dann halt gesehen, während sie geschossen haben. Und hier hätte ich wahrscheinlich weiterfahren müssen, wenn ich den Kill noch haben wollen. Da war ich nicht schnell genug und konnte nicht zielen. Ja, schnelle Runde. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen
geholfen, wie man vielleicht trotzdem auch mal einen anderen Heavy spielen kann. Also ich habe hier einfach so eine gute Panzerung in dem Matchup gehabt, dass ich mir dachte, das werde ich hoffentlich überleben, wenn ich da vorfahre. Hat funktioniert, war ein bisschen Glück dabei. Ich konnte nicht ahnen, dass die so 100, wie gesagt, die mit Explosivmunition schießt, warum auch immer die das gemacht hat. Dankeschön fürs Zuhören und bis bald.